Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ganz großartiges Studio. Ich weiß nicht, in wie vielen Hochschulen ihr schon wart und in welchen Studios ihr dort wart. Alle, die hier studieren dürfen, ich kann euch nur beglückwünschen. Das ist ein großartiges Studio hier. Und ich muss erst mal mit einem Mythos aufräumen. Nein, wir haben 1899 nicht produziert und ist auch nicht bei uns im Studio gemacht worden. Ehre, wem Ehre gebührt. Der Produzent ist der Philipp Klausing. Die haben das im Studio 3 in Babelsberg produziert. Wir haben ein zweites Studio gebaut und haben das Ganze Halo Stage genannt. Wir haben als Titel gewählt X-Ray Virtual Production. Damit ist gemeint, dass wir versuchen, in den wenigen Minuten, die wir haben, einen Röntgenblick auf das ganze Thema zu werfen. Ich würde gerne mal ganz kurz um Handzeichen bitten. Wer sich mit Virtual Production beschäftigt hat und wem IC-VFX, also In-Camera-VFX, etwas sagt. Ein Drittel, die Hälfte. Vielleicht noch eine ganz kurze Erläuterung. Also wir sprechen bei dem Thema, wenn eine LED-Wand als Backdrop benutzt wird, von Virtual Production, aber eigentlich ist Virtual Production uralt. Seitdem Filme gemacht werden, wird mit Hintergründen gearbeitet, ob das rollenbasiert war, ob das Projektion war. Schon immer wurde aus Produktionsgründen, aus Kostengründen mit einem Hintergrund gearbeitet. Dass man das heute mit LED tun kann, hat was mit der technologischen Entwicklung zu tun, weil die LED von ihrer Darstellungsfähigkeit, von ihrer Bildqualität und auch von den Kosten in einen Bereich gekommen ist, wo das tatsächlich eine wirtschaftlich interessante Alternative ist. Ihr kennt die ersten Produktionen, Oblivion. Wer hat Oblivion gesehen? Oblivion ist eine der Virtual Productions, wo tatsächlich auch im Studio fast eine komplette Immersion gebaut worden ist. Durch die Presse und durch die Fachpresse geht Mandalorian, die Serie, dessen Making-of wahrscheinlich mehr gekostet hat als die Serie selber. Tatsächlich hat man Wert darauf gelegt, ein perfektes Ergebnis zu bringen. Und wer die Produktionskosten einer Staffel Mandalorian tatsächlich kennt, der wird sagen, für so wenig Geld 10 Folgen zu produzieren, Hut ab. Und das ist der Thema, auf das wir einsteigen wollen. Ich möchte ein paar Details zeigen. Ich möchte zunächst mal das eigentliche Setup kurz beschreiben. Wenn wir also von In-Camera VFX sprechen, dann geht es darum, das Ziel zu erreichen, im eigentlichen Principal Shooting schon in Richtung Final Pixel zu gehen. Also ich möchte im Idealfall das erreichen, was Peter Jackson über LEDs als Backdrop sagt. Ihr habt also nicht, wenn ihr vor der Greenscreen dreht, einen Entwurf, eine Idee eines Films, sondern ihr habt, wenn ihr mit einem LED-Backdrop arbeitet, tatsächlich ein filmisches Ergebnis, das ihr dann natürlich optimiert. Das Studio an sich besteht je nach Ausprägung aus einer echten Soundstage oder eben einem relativ großen Studio. Man sagt, grundsätzlich verdoppelt man die Studiofläche für die eigentliche LED-Fläche. Also wenn ihr ein Studio habt mit 300 Quadratmetern, dann braucht ihr mindestens 600 als Fläche und ihr verdoppelt das nochmal. Ihr braucht mindestens 1200 Quadratmeter, weil in den Produktionsabläufen Props und Material in sehr, sehr hoher Geschwindigkeit ins Studio bringen müsst, weil natürlich die Umbauzeiten aufwendig und kostenintensiv sind. Das eigentliche Setup besteht also, wenn man so will, aus der LED-Wand, der Zuspieltechnik, je nachdem, was ihr einsetzt, 2D oder 3D Zuspieltechnik. Also wir reden von Systemen wie Pixera oder Disguise. Wir reden von 3D-Systemen, wie es eben Unreal sein kann. Wenn ihr größere LED-Studios habt, dann habt ihr auch entsprechende Cluster. Und dann habt ihr natürlich Tracking-Systeme, mit der ihr die Kamera trackt. Grundsätzlich, wenn man mit dem Studio arbeitet, hat man einen relativ großen Teil der Crew, die an der Produktion beteiligt ist, mit am Set.
Ihr werdet das in den Studios sehen. Ihr habt aus der Pre-Production zum Teil Produktionsdesign, ihr habt Mitglieder der VAD, also des Virtual Art Departments mit dabei. Ihr habt das eigentliche Produktionsteam. Ihr habt die Leute, die verantwortlich sind, den 2D- oder 3D-Content zuzuspielen. Ihr habt auf jeden Fall Unterstützung für die eigentliche Herstellungsleitung. Und was natürlich noch dazu kommt, ihr habt auch Teile der Post mit am Tisch sitzen. Denn tatsächlich ist es interessant, wenn man mit diesen Technologien arbeitet, dass man auch aus der Post, aus dem Grading heraus eine Supervision schon nutzt, um möglichst der Post die Arbeit zu ersparen, dass sie eben hohe Aufwände haben, um die eigentlich schon sehr weit getriebenen Images zu bearbeiten. Das ist der eigentliche Produktionsprozess, wie ihr ihn alle kennt. Der traditionelle Part beginnt natürlich am Storyboarding. Ihr müsst ein Lookbook bauen, ihr müsst die Story verkaufen, ihr erklärt das Konzept und habt eine Frühphase der Content-Entwicklung, der Produktionsplanung für euch. Pre-Production-Prozess umfasst alles, um das Principal Shooting vorzubereiten, vom Casting über das Art Department bis zum Setbau, Location-Suche und so weiter. Und dann kommt ihr in den eigentlichen Produktionsteil. Der große Teil dessen, was ihr heute, insbesondere wenn es um Special Effects geht, was ihr erleben werdet, ist, dass sehr postlastig gearbeitet wird und das Ganze verändert sich im Rahmen Virtual Production massiv. Und das will ich euch auf dem nächsten Slide kurz zeigen. Wenn ihr heute mit einem Produzenten sprecht, dann wird er sagen, das mit der LED ist alles schön und gut. Das kriege ich aber jetzt nicht hin, weil ich habe in der Vorbereitung vielleicht gar nicht dran gedacht, dass ich einen 3D-Content bauen muss. Wir haben in meiner Produktion für Disney eine Diskussion mit dem VFX-Head gehabt, der sagt, naja, das ist überhaupt kein Problem, wir liefern euch den Content an, wir werden es 8K auflösen. Und dann haben wir ganz kurz uns gemeldet und gesagt, stopp. 8K reicht nicht. Ja, wieso? Das Briefing war 8K-Content. Und dann habe ich gesagt, nee, wir haben aber für 16 mal 4K Equipment vorbereitet. Dann haben wir, glaube ich, noch 40 Render-Nodes gebraucht, um das überhaupt auszuspielen. Und dann sind wir an einem Punkt, wo ein Produzent zum Teil heute noch nicht vorbereitet ist, weil er deutlich mehr Aufwand in der Pre-Production treiben muss. Denn er muss sich tatsächlich darum kümmern, dass große Aufgabenteile der Post eben in der Pre-Production ablaufen. Ich muss ja den Backdrop, also die LED-Bespielung haben, bevor ich die erste Einstellung schieße. Und das markiert auch die Veränderung des Prozesses. Ihr seht auch hier, dass es eine neue Instanz gibt, das VAD, also das Virtual Art Department. Denn ihr habt es ja nicht nur mit einem physischen Setbau zu tun, sondern auch mit einem digitalen Setbau. Wer hat schon mal mit einem 3D-Environment gearbeitet im Film? Wenn ihr mit beispielsweise Unreal arbeitet, dann habt ihr natürlich die Aufgabe, mit dem Art Department und mit der Produktion zu sprechen. Wie soll überhaupt der Hintergrund aussehen? Dann fangt ihr an, noch nicht zu modellieren, sondern fangt ihr an, eine Produktionsbudgetplanung zu machen und zu gucken, lohnt sich das? Benutze ich dieses Set oft genug? Habe ich genügend Screentime mit diesem Set und wird es in der Produktion vom Budget passen? Dieser ganze Prozess wird dann begleitet durch das VAD und führt dazu, dass ihr tatsächlich zwei Setbauten habt, nämlich einmal den digitalen Setbau für den LED-Content und den physischen Setbau, der dann, da kann ich jetzt kurz berichten von 1899, zu kuriosen Aufstellungen auf dem Studiogelände führt. Da werdet ihr sehen, also unser Büro ist am dritten Stock, wir gucken also direkt auf die Marlene-Dietrich-Halle und die Straßen, die vor dem Studio laufen, sind voll mit Props. Dort wird also, weil das Studio nicht groß genug ist, es ist 1200 Quadratmeter, trotzdem reicht es nicht aus, um physische Props vorzubereiten, um dann in hohem Tempo die Set-Changes durchzuziehen. Das heißt, ihr habt also wirklich eine relativ hohe Komplexität und um die in den Griff zu kriegen, braucht es auch auf Produktionsseite eine entsprechende Erfahrung, beides zu managen, also tatsächlich Art Department und VAD zusammenzubringen. Der einzige, der zählt, ist die Kohle.
Wenn ihr einen Blick auf die Budgets werft, über 1899 wurde jetzt berichtet, dass das Budget für die erste Staffel 48 Millionen Euro waren, dann müsst ihr euch damit beschäftigen, nicht nur welche Szene kostet wie viel Geld, sondern wann muss eigentlich Geld bereitgestellt werden. Es wird euch im Bereich des künstlerischen Prozesses und des eigentlichen Produktionsprozesses nicht berühren, aber den Produzenten berührt das. Dieses Chart hier zeigt ein bisschen die Verteilung, wann muss eigentlich wie viel Geld eingesetzt werden, um die Produktion auf den Weg zu bringen. Ihr kennt das, Pre-Production geht relativ rasch, dann wird angefangen zu shooten, aber der eigentliche Cashbedarf, der entsteht mit den Dreharbeiten und geht dann zur Post durch die Decke. Das sind dann übrigens auch die Situationen, wo ihr Budgetprobleme bekommt, wenn ihr nämlich einen totalen Overrun habt und dann euer Produzent ankommt mit den schlechten Nachrichten, dass auf einmal Kürzungen da sind, weil das Budget nicht reicht, dann hat das damit zu tun, dass man sich eben möglicherweise in der Vorbereitung vertan hat. Aber entscheidend ist, der größte Cashbedarf in einer konventionellen Produktion ist mit dem Shooting beginnend in der Post zu sehen. Damit ist auch das größte finanzielle Risiko ziemlich am Ende der Filmproduktion. Ihr seid eigentlich schon alle nach Hause, weil, also diejenigen, die mit der Produktion beschäftigt sind, weil abgedreht ist. Aber dann fangen die wirklichen finanziellen Risiken an. Im Bereich der Virtual Production wird dieser Prozess doch deutlich auf den Kopf gestellt. Ein ganz, ganz großer Teil der Kosten rutscht in Richtung der Pre-Production. Denn ich muss ja 2D- und 3D-Sets vorbereiten. Und wenn man jetzt mal sich so ein Set anguckt, wie bei Mandalorian, da habe ich pro Folge in der Größenordnung zwischen 8 und 10 verschiedenen digitalen Sets, die ich einsetze. Die müssen alle vorher gebaut werden. Und die Modeler und die 3D-Departments, die brauchen natürlich dann auch entsprechend Entlohnung. Das heißt, als Produzent müsst ihr viel früher in die Tasche greifen. Wir reden jetzt mal locker von 6 bis 9 Monaten. Eine große Staffel 180 Drehtage hat und ihr dann nach ungefähr einem Jahr mit der Staffel durch seid, dann seid ihr eben bereits bei Monat 2 und 3 der Produktion mit einem sehr, sehr hohen Kapitaleinsatz dabei. Das verändert das gesamte Thema der Produktion. Das solltet ihr bitte im Hinterkopf behalten. Ein drittes Thema, das haben wir mit eurem Team auch schon intensiv diskutiert. Das ist ein großes Thema. Das ist das ganze Thema rund um Licht und Farben. Wer weiß, wie so ein LED-Wand technisch aufgebaut ist? Wem sagt das ganze Thema RGB und RGBWW etwas? Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Ihr habt im Prinzip drei Licht. Ihr habt drei Dioden, eine rote, eine grüne, eine blaue, und die bringen ein spezifisches Licht. Das ist eigentlich eine Begrenzung. Das Licht, das Color-Spektrum, das ihr bekommt, nach den Wellenlängen sieht ungefähr so aus, während das ein ganz normales Tageslicht ist. Ihr könnt also mit der RGB ein sehr spezifisches Licht erzeugen, aber wir haben es bei der LED mit Image-Based Playout zu tun und nicht mit Beleuchtung. Es ist keine Setbeleuchtung. Und hier möchte ich euch eine Begrenzung zeigen. Das ist einer unserer TDs. Der wird von der LED-Wand angestrahlt. Und das ist das Lichtergebnis, wenn nur LED eingesetzt wird. So sieht das aus, wenn die Hälfte zusätzlich von einem Weißlicht kommt. In dem Fall haben wir eine Bricklock verwendet. Das ist, wer von euch mit Ari Rental gearbeitet hat, vielleicht schon bekannt. Und wir haben das Ganze nochmal, wenn 100% zusätzliches Licht, also tatsächlich für die Beleuchtung des Casts eingesetzt wird. Und da seht ihr, die Limitierung einer RGB-LED ist definitiv, dass sie tatsächlich nur das Image zeigen kann, aber nicht zu Beleuchtungszwecken eingesetzt werden kann. Wenn das angemessen gelöst wird, dann brauche ich ein 5-Farblicht, also RGBWW. Und wir wollen das Thema noch ein bisschen weiter treiben. Wir reden eigentlich schon von einem 6-Farblicht, also CMYKWW. Da kommen wir aber an technische Grenzen und übrigens auch an Budgetgrenzen. Wenn ihr für den Quadratmeter so eine LED zwischen 10.000 und 20.000 Euro investieren müsst, einen Quadratmeter, dann habt ihr natürlich dann, wenn ihr so ein Studio baut, auch eine Budgetthematik.
Letzter Punkt, nur eine Kleinigkeit. Einer der großen Kostentreiber bei der Produktion in der Post für die 1899-Produktion war der Effekt der facettierten LED. LED-Cabinets sind alle gerade. Und wenn ihr eine Kurve im Studio baut, dann habt ihr neben diesem Effekt, dass ihr gerade Cabinets verbaut, vertikale Linien, die durch diesen Facetten-Effekt geprägt sind. Das müsst ihr in der Post wieder rausholen. Wir haben das Problem gelöst. Wir haben eine runde LED gebaut. Das heißt, wir können im Cabinet Kurven darstellen. Wir können sowohl konkav als auch konvex biegen und haben damit gestalterische Möglichkeiten und vermeiden zusätzliche Kosten in der Post. Ich habe euch noch ein Video mitgebracht. Das ist eine Produktion, die wir bei uns vor einigen Monaten gemacht haben. Das ist Euphoria. Es wird gerade neu geschnitten. Es wird eine Kinofassung davon geben. Wer von euch Night on Earth kennt, von Jim Jarmusch, hat Giancarlo Esposito als ganz junger Mann eine Rolle gehabt. Die Rolle wurde hier aufgegriffen als Taxifahrer und als Taxigast. Die gesamte Produktion war auch unter einem politisch schwierigen Stern geboren, weil nämlich eigentlich Dreharbeiten in Kiew vorgesehen waren. Und wir haben dann bei uns in der Halo Stage Teile des Sets nachgebaut und haben digital produziert. Kleiner Fun Fact am Rande. Wir haben in 2 Tagen 17 Minuten Screentime gedreht mit den Plates, die gut vorbereitet waren. Also wenn es gut läuft, kann man in einer LED-Stage sehr, sehr produktiv arbeiten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, wir haben ja nachher noch eine Q&A. You're welcome. Ich würde vorschlagen, dass wir das vielleicht gerade noch eine Sekunde laufen lassen. Das ist also unter anderem bei uns im Studio gedreht worden. Und ich wünsche euch weiter viel Spaß.